Wir alle haben als Kind Shrek geschaut. Aber ist euch da nie etwas aufgefallen? Esel erscheint in der ersten Szene direkt auf dem Markt mit Pinocchio. Und könnt ihr euch noch an die Geschichte von Pinocchio erinnern? Lasst uns mal kurz nachschauen. In Pinocchio werden ganz, ganz viele Kinder auf die Zirkus-Spaßinsel eingeladen. Dabei wird den Kindern angeboten, so viel Tabak zu rauchen und Alkohol zu trinken, wie sie wollen. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, aber die verteilen hier wirklich Zigarren, als wären es Süßigkeiten. Ach du Scheiße. Sehr kinderfreundlich, der Film. Doch plötzlich verwandeln sich alle Kinder, die geraucht und getrunken haben, in einen Esel, um dann auf dem Markt verkauft zu werden. Ist das die Vorgeschichte von unserem geliebten Esel? Ach du Scheiße. Es würde erklären, wieso er immer so kindisch ist und sich wie ein Mensch verhält. Und jetzt mach endlich das Scheiß-Plus weg. Deine For-You-Page gehört sowieso schon mir.